Ich eröffne hiermit das Schützenfest 2013. Also, wie die meisten wissen schon, wer der neue Schützenkönig ist.
in altbewährter Form und zum vierten Mal ist er wieder in die Jahnstraße gegangen. Diesmal an unseren Schützenbruder Peter Sagert. Peter, ich bitte dich mal nach vorne. Ebenso unseren amtierenden Schützenkönig, Bernd Frank. Wir haben einen neuen Adler, der ist jedes Jahr neu, weil er ja zerschossen wird, aber einen etwas konstruktiv veränderten Adler, den auch der Bernd Ebert in bewährter Form gebaut hat. Wir hatten ja immer das Problem, dass der Vogel nicht auseinanderfiel. Bernd hatte sich da was einfallen lassen und dadurch waren wir wirklich etwas schneller. Der Adler fiel in der siebten Runde nach 473 Schuss. Ein Novum, was in den letzten Jahren nicht mehr gewesen ist. Er war wirklich völlig abgeschossen. Es waren also keine Flügel, kein Nichts mehr dran, sodass wir in diesem Jahr nicht wie in den Jahren zuvor immer den König ehren konnten und dann noch mit dem Lametta drumherum. Jetzt müssen wir eigentlich den neuen König mit unserem Schlachtruf begrüßen. Jetzt haben wir bloß ein Problem. Der König ist auch der Zeremonienmeister. Frieden und Einigkeit beim Stock! Hurra! 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 Ich mache weiter mit dem Jugendschützenkönig. Ich rufe den alten Jugendschützenkönig auf, Hannes Busch nach vorne zu kommen. Und den neuen Schützenkönig, ich habe ihn gleich, Jan Pfeiffer. Was? Mit 3F, sagt Jochen. Pfeiffer mit 3F. Gratulieren den Jugendschützenkönig mit einem kräftigen Frieden und Einigkeit bei uns statt. Hurra! 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 Vorne bleiben. Wenn ich Prost sage, dann müsst ihr alle vier zur gleichen Zeit trinken. Ich weiß, wo ich stehe. Peter, das ist keine Seifenlauge. Keine Angst. Zieh nicht so ein Gesicht. Ich passe hier gar nicht hin. Also wenn ich Prost sage, bitte. Also ich würde mal sagen, setzt mal an. Und dann Prost. Ich hab's gesehen, Thorsten hatte recht. Es wären Flecken gewesen auf dem Hemd. Hast keinen gekriegt, du guckst so ungläubig. Da war nichts drin. Okay. Ich hab meinen Schlips getroffen. Okay, alles klar. Denn vier. Aha, Hubert möchte noch die berühmten drei Worte sagen. Möchtest du von hier reden? Nö, kann ich so. Er kann das so. Ich hab gestern nicht so doll gefeiert, aber doch schön gefeiert mit euch. Wir bohnt da. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich hier für die freundliche Aufnahme. Das hat uns hier sehr gut gefallen und wir werden mit Sicherheit auch wiederkommen nächstes Jahr. Vielleicht noch mit einer größeren Mannschaft, dass ich noch ein paar animieren kann und sagen, ja, wie toll das hier gewesen ist. Und nochmal für die freundliche Aufnahme und Bewirtung. Und wir verabschieden uns hier heute. Wir haben ja noch einen weiten Weg in der Sonne, so gut 500 Kilometer nach Hause und fahren dann gleich hier ab. Wir verabschieden uns mit einem kräftigen
Horino! Ja! Horino! Ja! Horino! Ja! Russa! 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 Gute Fahrt, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche mir mit allen kräftigen Frieden und Einigkeit beim Start. Hurra, hurra, hurra!